Moin, liebe Leute, es geht weiter. Und ich bin natürlich auch wieder mit im Bild. Oh, yes, es geht hier alles krass voll die Hunde. Oh mein Gott. Aua. Kugeln. Einfach. Hallo? Alter. Aber richtig. Da ist es ja schon. Sei da, Riley. Aber wer bringt sie alle weg? Die Piraten? Scheiße. Oh fuck, ein Heli. Jetzt echt nicht. Alter Schwede. Oh. Was für Verräter! Man ist nur ein Verräter, wenn man dazugehört hat, und das habe ich nie. Hey, wo ist Riley Brody? Wo ist der? Hä? Ich muss doch hier hin? Riley muss in einem dieser Gebäude sein. Oh mein Gott. Alter. Liebe Leute, das wird jetzt echt langsam. Wird schlimm. Alter, geht mir nicht mit Heut auf die Eier, Alter. Der Penner hat's Richtige getan. Scheiß Pisser, Alter. So, ich gehe da nach vorne. Aber den hier muss ich. Killen. Hey, was zum Henker war das? Es ist nur eine Frage. Hey, ich bin hier. Riley muss in einem dieser Gebäude sein. Ich muss andersrum, aber. Ich bin hier. Ja, ist gut. So. Da ist die Tür. Oh, endlich. Oh, Gott sei Dank. Ich bin da. Gott sei Dank. Ich hab's schon nicht mehr geglaubt. Wir müssen hier verschwinden. Okay. Mir nach. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Alter, ich hab nicht mehr so viel Munition für die. Komm schnell. Riley? Kannst du ein Heli fliegen? Nein! Du hast doch einen Flugschein! Ja, aber für Flugzeuge! Ja, dann musst du schnell lernen! Oh, das muss so traurig sein! Aua, der arme kleine Bruder. Oh, oh, dann reicht's jetzt richtig. Oh, die Musik, die passt einfach noch dazu. Heut hatte recht. So klassische Musik passt einfach. Oh, okay. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wir werden sterben, Mann. Das war's jetzt. Wir sterben. Flieg weiter. Okay. Okay. Das, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh mein Gott. Oh, danke, wenn du mal versuchst. Benutze die Macht. Wie geil!
Ja, Mann. Alter, das nenne ich mal geile Mission. Alter. Brücke gesprengt. Boah, die kommen auf ihr Leben nicht klar. Hast du das gesehen? Nein! Was ist das? Leute. Jetzt mal ehrlich, was war denn das jetzt? Ich hab alles gegeben gerade. Ich hab wirklich alles gegeben. Und jetzt müssen wir nochmal diese Scheißfahrt machen. Danke. Für nichts. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, natürlich. Jetzt komm. Also da muss man schon sagen, Flammenwerfer ist halt nichts im Gegensatz zu meinem Granatenwerfer. Nur mal so gesagt. Scheiße, fuck. Boah, ich find's. Nein, du hast doch einen Flugschein. Ja, aber für Flugzeuge. Ja, ich war so gut dabei. Was? Oh, Scheiße. Du bist in jeder Hinsicht überlegen. Alter. Wenn Riley das jetzt mal schneller hinkriegen würde. Nein! Jetzt muss ich mal kurz upgraden noch. Wir können eh nichts mehr machen. Wir haben das Tatau fertig. Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, wir werden sterben, Mann! Das war's jetzt! Wir sterben! Flieg weiter! Was für wir sterben? Okay, alles. Ich weiß nicht, was ich machen soll! Benutze die Macht! Alter, hier brennt einfach alles. Alter, so. So wird ein Schuh draus. Boom! Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Die ganze Zeit ist irgendwo einer erst, der schießt und ich kann ihn noch nicht mal ins Visier nehmen. Nein! Na, komm jetzt! Ah, komm! Komm jetzt! Weg! 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 Boah, wenn jetzt noch ein anderer Heli kommt, dann dreh ich durch.
Alter. Nein! Einer! Ein Schuss und wir sind am Arsch. Das ist doch fast unmöglich, ey. Der ist ja auch so ein Tiefflieger. Nein, Helis. Nein, 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 nein. Wir haben Helis. Du machst das. Flieg nach Hause, Schweinehund. Oh. So. Heli erledigt. Und jetzt noch die dritte. Ah, das. Der kann nicht still sitzen. Endlich. Boom. Oh Mann. Gerade so geschafft. Du machst das wie ein Profi. Ja, liegt wohl an den Gehen. Weiter in diese Richtung. Die anderen warten auf uns. Okay. Alles klar, ich kann das. Ja, ja. Okay. Oh. Oh, das ist so cool. Oh, nicht noch mehr. Gegen die Bank wetten. Alter. Ich bin so durch, wenn ich ehrlich bin. Ich bin gerade echt so fick mein Leben. Oh, fuck. Warte hier. Der Doktor ist weg. Was ist passiert? Scheiße. Lisa, Daisy, Oliver. Oh nein. Jason. Wo sind sie? Wo sind meine Freunde? Ich konnte die Krieger nicht aufhalten. Es tut mir leid. Sie brachten ihre Freunde zum traurig. Ich verstehe nicht. Ich muss sofort zum Tempel. Riley, wir müssen los, jetzt! Ach du heilige Mann. Schwere Entscheidung. Citra, was hast du mit meinen Freunden gemacht? Wie schön, dass du siegreich zurückkehrst. Hey! Wo bringen sie ihn hin? Oh nein. Ich helfe dir. Ich sag doch, die wollen was aus uns machen, was wir eigentlich gar nicht sind. Groß, stark, mächtig. Warum wieder das sein, was du einst warst? Nun bist du perfekt. Das ist meine Schuld. Ich ließ dich leben mit dieser Last. Der Pfad reinigte dich, doch die Läuterung ist nicht vollendet. Das ist falsch. Tu das nicht. Ich liebe dich, Jason. Aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Es verletzt mich, deinen Schmerz zu sehen. Citra. Es ist falsch. Ich will dir nur helfen. Dich dafür lieben, wer du bist. Den Mann anbeten, der du geworden bist. Es wird alles bald vorbei sein. Ich bringe dich auf das Podium. Und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreit. Ich dir.
Ich glaube, das sind mal so diese Beziehungen, wo keiner irgendwie von beiden damit glücklich wäre. Dich los, komm schon. Ich habe schon viel zu oft in Gefangenschaft bekommen, ey, das ist nicht normal. Folge dem Pfad des Schneeers. Mit dem Rakiat bist du nur die Stärksten überleben. Waffen töten Menschen, sie bringen sie nicht wieder zurück. Lisa? Ein großer Krieger! Was hast du sicher in den Rücken geschossen? Mächtiger Krieger, du bekommst das letzte Tatar. Sie fallen alle vor dir auf die Knie. Und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Du glaubst, du bist ein Krieger wegen all diesen Tattoos auf deinem Arm? Ich nehme sie dir, Jason! Wie wir alle. Diese Insel gehört. Alter. Du lebst in einer Fantasiewelt. Ich werde das alles außer dir. Vollende den Pfad. Sonst wird all dein Fortschritt, dein Tatao, alles, was du auf dieser Insel getan hast, verschwinden. Du bist bereit, Krieger. Hier ist deine Klinge. Alter. Nein, Chase, bitte, bitte, please, Chase, nein, nein, bitte. Die Freunde retten oder Citra anschließen. Ich bin den ganzen Weg nur wegen ihnen gegangen. Und für die Familie. Mehr sein, kein Held. Deine Freunde werden gehen, Kinder bekommen und langweilige Leben leben. Ja, na und? Bleib hier. Der Dschungel wird immer für dich da sein und du wirst immer König sein. Sind sie tot, musst du nie wieder fort von hier. Aber ich bin allein nur wegen denen geblieben. Die Gewalt ist vorbei. Ich bin fertig. Kein Blut mehr. Jason, sieh mich an. Bleib bei mir! Du brauchst keinen von denen! Du bist auch alleine mächtig! Jason, ich liebe dich! Jason! Was ist los mit dir? Citra hat mich erlöst! Uns alle erlöst! Und du willst ihre Liebe nicht... Ja! Dennis! Verlass mich nicht. Verzeih mir. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Citra, bitte. Verlass mich nicht, bitte. Citra, es tut mir leid. Citra, bitte verlass mich noch nicht. Tja. Wie gewonnen. So auch schon mal wieder zerbrochen. Aber wir haben das Richtige getan, finde ich. Wir haben unseren Bruder Grant gerecht und diese Inseln befreit, die Versklavung ist unterbrochen. So viele Getötete, ich zähle nicht mehr. Ich kann
kann nicht mehr zurück. Ich bin ein Monster. Ich spüre die Wut in mir. Aber irgendwo in mir drin bin ich mehr als das. Besser als das. In memory of Jens Youngmark. Boah. Leute, ich hab Gänsehaut hoch 10. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer noch, nach so vielen Jahren, ich habe es echt nicht mehr so lange, ich habe es so lange nicht mehr gespielt, ey. Und ich muss ehrlich sagen, Gott im Himmel, zum Glück habe ich es nochmal gespielt und habe es dieses Mal aufgenommen. Und konnte es natürlich mit euch hier zusammen auf meinem Kanal auch zocken. Also, das Feeling, es war wunderschön. Das war wunderschön. Ich glaub's einfach nicht, dass es jetzt schon vorbei ist. Ich habe gedacht eigentlich, es dauert noch ein bisschen länger, aber ja, im Endeffekt, jetzt ist es vorbei. Traurig, wenn man ehrlich ist. Sehr traurig. Brutal. Einfach nur brutal. Eieiei. So. Aber es war so schön, mal dieses Spiel wieder zu zocken. Und ich habe mir dann auch gedacht, so, weil es hat sich sehr gut sogar noch getroffen. Ich habe Spiele gefunden, wo ich damals sogar, eins darunter ist sogar eins meiner ersten 18-jährigen Spiele, wollte ich nur mal gesagt haben. Aber das sage ich dann zu dem Gameplay, wenn ich es dann starte. Und ich finde, egal wie alt ein Spiel ist, wenn es so eine geile Story hat, ist es einfach nur lohnenswert und man sollte es einfach gezockt haben. Allein, weil es generell eins der geilsten Spiele überhaupt ist, Far Cry, also Ubisoft ist wirklich nur dadurch, durch Far Cry 3, finde ich, natürlich auch durch 1 und 2 hochgegangen, aber im Endeffekt am meisten finde ich, das ist meine persönliche Meinung, durch Far Cry 3. Weil dann kam erst dieses mit Far Cry 4, Far Cry 5, Far Cry New Dawn, Far Cry 6 ja mittlerweile. Und das sind alles noch so Far Crys, wo ich gerne zocken würde. Ich weiß nicht, ob ich 1 und 2 und dann halt noch Dragon oder wie das hieß, habe ich mir ehrlich gesagt nicht angeschaut. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das wirklich zocken will. Einfach, ja, so komplett alt will ich es jetzt auch nicht haben. Und ich weiß nicht mal, ob man es noch findet oder so. Aber wir schauen einfach mal, wie weit der Weg von uns hier geht. Aber Far Cry ist ein Muss. Wirklich ein Muss, ein Must-Have für jeden, der wo leidenschaftlich gerne Shooter oder sonst was Survival-Games zockt. Ja. Und ja, ich bin ehrlich, ich würde jetzt schon gerne mit Far Cry 4 oder so beginnen. Aber geht halt nicht, weil ich es gerade noch nicht im Besitz habe. Und ich habe es eigentlich auf der PS4, aber meine PS4 ist leider Schrott. Ja, habe ich glaube ich schon ein paar Mal in ein paar Videos erwähnt. Aber im Endeffekt, ja, das würde ich auch noch gern zocken. Genauso habe ich mir auch mal damals New Dawn extra für die PS4 geholt. Und ja, das Traurige ist dann halt auch wiederum, ja, PS4 am Arsch und New Dawn nie angefangen. Aber New Dawn würde ich auch erst anfangen, wenn ich Far Cry 5 habe. Deswegen, vielleicht war es Schicksal. Aber ich bin so gottfroh, Leute. Ich bin so gottfroh einfach, dass wir das geschafft haben. Ich muss ehrlich sagen, die Heli-Mission, das war jetzt sehr nervenaufreibend, weil du hast wirklich nicht viel sehen können. Das LMG hast du gezogen, hast draufgeschossen, hast ein paar Sachen in die Luft geworfen, aber im Endeffekt, die Leute, die wohnen dann mit dem Raketenwerfer irgendwo 20 Meter vor deinem Heli, sind aus deinem Sichtradius, schießen trotzdem auf dich. Brauchst halt Glück, sag ich jetzt mal, dass du den dann rechtzeitig noch erwischt. Oh, so geil. Glaub's einfach nicht. Ich kann's echt nicht gerade glauben. Jetzt mal ohne Witz, Leute. Ich kann's nur betonen, ich finde, das ist eins der geilsten Spiele. Eins wirklich meiner geilsten, wenn ich jetzt eine Top 5 hätte, ja,
Ich sag's mal so. Ich weiß nicht, ob ich mal da vielleicht ein Video dazu mache oder so. Vielleicht mache ich das mal. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Auch generell, wie ihr dieses Gameplay hier fandet. Mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren, wie es euch damit ging. Generell, ob ihr es, wie ich es ja schon mal vor ein paar Videos gesagt habe, ob ihr es generell geil findet oder ob ihr sagt so viel wie, ja, es ist jetzt nicht der beste Far Cry Teil. Schreibt gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr interessieren dafür. Und im Endeffekt will ich euch schon mal die ganze, also nochmal ein großes Dankeschön an jeden, der wo hier zugeschaut hat und mich unterstützt natürlich hier auf diesem Kanal. Ja, kann ich immer nur eigentlich zu jedem Spielende immer gerne wieder sagen, auch zu Spielanfang. Weil ohne euch ist das hier nicht möglich. Ich könnte nicht diese Zeit und alles, was ich investiere, könnte ich nicht ohne euch. Deswegen bin ich euch dankbar dafür, für jeden Neuen auch natürlich hier auf diesem Kanal. Ich bin ein kleiner YouTuber, hin und wieder auch mal Streamer. Ist halt gerade ein bisschen im Moment schwierig mit Streamen und so, aber ich gebe mein Bestes, indem ich trotzdem Nachschub für euch liefere, dass ihr nicht gelangweilt seid. Wenn ich mal langweilig bin, schreibt es gerne in die Kommentare, wie gesagt, was man besser machen kann. Ich bin jung und generell kritikfähig und freue mich natürlich auch, wenn ihr mich hier unterstützt. Daumen nach oben wäre geil. So. Also ich weiß nicht, irgendwie geht das echt lange. Können wir das überspringen? Nee, natürlich können wir es nicht überspringen, aber es ist halt. Da haben halt auch viele mitgewirkt, sage ich jetzt mal. Das ist so ein geiles Spiel, Alter. Ich könnte noch Stunden davon reden. Aber ich war froh, dass ich es mal wirklich wieder gezockt habe. Das ist sowas, war jetzt mal so zwischendurch, zwischen Horror von The Evil Within 1 und 2 habe ich ja gleich hintereinander dann gezockt. Boah, allein The Evil Within habe ich vorher aufgenommen und dafür habe ich echt lange Zeit gebraucht. Also vor allem gegen Endboss. Ich sag's jetzt mal nicht vor, weil vielleicht wollen sich ja noch jemand, will sich ja noch jemand die The Evil Within 1 und 2 Playlist gerne anschauen. Dürft ihr ja gerne machen. Aber Gott im Himmel. Es war schön. Und ich bin auch ehrlich, es werden wieder Horrorspiele kommen, aber ich weiß noch nicht wann genau. Wenn ich aber trotzdem mal ein Horrorspiel finde, was jetzt mal so ein kleines Ding, ja, so ein Indie-Game ist oder so, werde ich es aufnehmen, werde es euch hochladen und alles natürlich. Aber im Endeffekt, jetzt muss ich auch wieder schauen, erstmal nach einem größtmöglichen Horrorspiel, sage ich jetzt mal. Weil das, was ich jetzt in Aussicht habe, das ist jetzt nicht wirklich Horror. Es ist halt eher so, ja, wie soll ich sagen, es ist schon mehr Shooter als Horror. Aber natürlich auch Horror zum Teil auch dabei. Das werden wir mal sehen. Also, frag mich gerade echt, wie lange noch diese, ja, Endscreen eigentlich noch braucht. Also wie ich es jetzt verstanden habe, man sieht ja auch hinter mir das Boot, also warte mal, genau da ist das Boot. Und so wie man es weiß, die Freunde sind alle gegangen, auch der kleine Bruder. Und ja, Jason hat ja gemeint, der kann nicht mehr. Ich glaube auch, das ist ein, der ist auch ein seelisches Wrack, ehrlich gesagt. Wenn man sich das mal überlegt, das ist nicht ohne. Also ich weiß nicht, es gibt ja heute noch zutage, dass es so Piraterie gibt, ja. Jeder denkt es von euch wahrscheinlich so, ah, das sind noch welche mit Augenklappen unterwegs oder so. Nee, natürlich nicht, aber ich meine jetzt im Endeffekt, das gibt es noch vermehrt, also das ist nicht so außer Sichtweite, so wie es hier eigentlich gerade geschildert wurde, sage ich jetzt mal. Sowas ist heutzutage immer noch aktuell. Und sowas wird halt aber auch nicht mehr gezeigt oder so. Traurig. Einfach nur traurig. Aber ich finde die Musik schön. Also ganz viel Liebe in dem Detail ist drin. Allein wegen dem Dolch, ja. Jetzt überlegt mal, den Dolch.
da haben wir auch schon richtig viel nachgelegt, ja. Allein gegen Buck. Also, das war eine geile Mission, muss ich ehrlich sagen. Es war wirklich geil. Aber im Endeffekt, manchmal gab es echt Momente, wo ich echt genervt war. Also, das mit dem Fallen. Mit dem Fallen ist das so eine Sache, ja. Also, jetzt überlegen wir mal. Ihr seid hier oben und geht ungefähr vielleicht so 20 cm, jetzt mal so im kleinen Format, jetzt mal hier so gezeigt, ja. 20 cm sind schon mehr. Ihr seht es ja jetzt nicht so, wie ich es jetzt hier sehe. Aber im Endeffekt, er springt, obwohl ich nicht springe, er fliegt halt runter. 20 cm. Und es gehen 3 Lebensbalken weg. Danke. Natürlich brauchst du mehr Spritzen, wenn du die ganze Zeit immer so einen Lebensbalken nachfrüsten musst. Und du kannst ja auch nicht entscheiden, ob du jetzt eine Spritze nimmst oder ob du jetzt so ein einfach dir nur so eine Bandage drum machst. Das geht ja erst los, wenn du jetzt keine Spritzen mehr hast. Dann hast du nur noch die Alternative, dass du dir dann entweder den Arm wieder einrenkst oder, keine Ahnung, den Daumen wieder einrenkst, die Kugel rausmachst, Brandwunde machst. Boah. Gott im Himmel. Aber ich muss auch ehrlich sagen, bei Far Cry 4 ist es mittlerweile anders. Das weiß ich nur von damals. Zumindest glaube ich's. Man hat ja auch den Wingsuit dort. Und das Geile ist ja, ja, geil ist halt wiederum, dass du dort halt noch ein Gerät hast zum Fliegen, weißt du? Far Cry 5 habe ich noch nie angeschaut, will ich auch ehrlich gesagt nicht, weil ich mich nicht spoilern lassen will. Das ist mir auch ehrlich gesagt sehr wichtig, weil ich zocke gerne Spiele, wo ich nicht kenne, ja. Außer jetzt zum Beispiel so ein Fall. Das ist aber ein Must-Have, wie gesagt. Aber ich, wenn ich ein Spiel in Aussicht habe, möchte ich es gerne mir selber dann im Endeffekt dann mal spielen. Wenn es mir wirklich so vom Trailer alles gefällt oder ich generell schon weiß, okay, die Entwickler sind gut, ich muss einfach mal den Trailer mir anschauen, ich muss das selber mal so eine kleine Beta oder so gezockt haben. Das ist eine Aussicht. Und ich frage mich, wann das Ding endlich vorbei ist, weil ab Minute 26 habe ich zuletzt drauf geschaut und wir sind bei Minute 32. Also, ja, gleich 33. Man sagt ja, da waren echt viele dabei. Naja, da zum Beispiel Martin Keven hat Dr. Earnhardt gespielt. Ah. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich will auch nicht hier gerade so voll quatschen. Für diejenigen, die uns halt jetzt nicht komplett so sehen wollen, spult einfach vor, macht mir ehrlich gesagt ist. Tut mir jetzt nicht weh oder so, wenn ihr das jetzt so macht. Aber ich kann gerade nicht überspringen, das ist mein Problem. Tut mir leid. Aber ich bin auch so einer, der lässt es halt dann auch gerne wieder mal drin. Am Arsch. Ah, French Version, Singleplayer, Game on Audio. Daniel Vincent, Frank Ice. Jair, Javier Kemlein, Javier Fieber. Alter Schwede. Fred Malone. Erinnert mich an Post Malone. Eric Bruno. Alter, wie viel Frederiks gibt's denn hier? Ah, nur 2. Wie viel kommen da noch? Ui. So. Wir sind fertig. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Leute.